und herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Ich möchte Ihnen heute einen Fernauslöser vorstellen von POTX, POTX Hero. Den habe ich jetzt hier auch schon in der Hand. Das ist ein kabelloser Funkfernauslöser mit einem Digitaldisplay. Und es gibt noch eine zweite Variante von diesem POTX Funkfernauslöser, beziehungsweise das ist hier ein Kabelfernauslöser. Das ist nicht der POTX Hero, sondern ist der POTX Hector. Der wird über ein Kabel betrieben, das ist so ungefähr 1,50 lang, den stelle ich Ihnen gleich nochmal vor. Kommen wir aber zunächst zum Funkdisplay mit Fernauslöser, dem POTX Hero. Dieses Display finde ich sehr schön, das kommt an die Qualität der Kameramonitor in etwa ran, nicht ganz, aber fast, ist etwas kleiner. Ich will mal kurz hier an der 5D Mark II demonstrieren, wie es funktioniert. Es gibt hier einen Empfängerteil, der überträgt das Bild an das Handgerät und nimmt aber auch Fernauslöser, Auslöseimpulse an. Es gibt mehrere Steckadapter. Ich habe jetzt hier einen für die Canon DSLR, passt an die 5D Mark II, aber auch 50D, 40D etc. Und nutze jetzt das Sucherbild. Er hat also eine kleine Kamera drin und filmt jetzt durch den Sucher ab. Und Sie können dieses Sucherbild jetzt hier schon sehen. Ich halte mal meine Hand hier durch. Also da hat er jetzt das Sucherbild. Und wenn ich jetzt die Kabel anschließe, kann ich hier den Fernauslösebetrieb aktivieren. Und kann jetzt hier, jetzt habe ich den Art Focus an, kann hier also auch auslösen mit diesem Gerät und ich kann, wenn ich den Autofokusbetrieb anmache, auch, ich werde das jetzt mal unscharf stellen, Sie sehen hier am POTX, der Autofokus ist jetzt unscharf, beziehungsweise die Fokussierebene ist nicht da und wenn ich halb durchdrücke, stellt er scharf, voll durchgedrückt, löst er aus, das ist also genauso wie in der Kamera, aber nicht unbedingt selbstverständlich für Funkfernauslöser. Das Bild wird etwas beschnitten, wenn ich durch den Sucher hier durchfilme und das Bild dann hier in diesem Handgerät sehe. Es ist etwas kleiner, die Seiten sind etwas gekroppt, aber es gibt noch ein zweites Kabel, das ist hier ein spezielles für die EOS 5D Mark II. Wenn ich dieses Kabel montiere, dann greift er, hier muss ich in die Audio-Video-Buchse von der Kamera rein, dann nimmt er, wenn ich die Live-Show hier starte, das Live-Bild von der Kamera entgegen. Sie sehen, alles was hier im Live-Bild normalerweise eingeblendet ist, zeigt jetzt auch der Hero an. Sie können also sehen hier, dass das Live-Bild da ist. Ich kann also auch alles an der Kamera, was ich hier einblenden kann, sehe ich dann auch hier, wie zum Beispiel Live-Histogramm und auch die eingestellten Blenden, Zeitwerte und ISO-Werte zeigt er dann natürlich auch an. Dieses Bild ist, wie gesagt, nicht gekroppt, das heißt, Sie sehen exakt 100% Ausschnitt. Mit dem POTX Hero kann man natürlich auch ungewöhnliche Perspektiven einnehmen, so wie jetzt hier. Kann ich das Bild kontrollieren und ja, auch ungewöhnliche Perspektiven hier mit dieser Unterbodenkamera einnehmen. Da hätte ich jetzt keine Lust, ja, runterzukriechen und das Bild zu kontrollieren. Wenn man noch dichter am Boden ist, geht es auch gar nicht mehr. Aber hier mit dem POTX kein Problem. Da passt das Ganze. Ich kann das Bild im Stehen bequem kontrollieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Überkopfperspektiven. Da habe ich jetzt hier auch den POTX sehr bequem und wenn ich das Bild einstellen oder kontrollieren wollte, hätte ich natürlich kaum eine Chance, da oben das Bild einzustellen oder dahinter zu gucken. Also ich müsste auf die Leiter oder der Kameramann, aber hier kein Problem, da haben wir es erheblich leichter mit diesem Display. Eine ganz interessante Sache ist auch, vielleicht für den einen oder anderen, man kann dieses Gerät auch, ich entkoppel das mal, das hat ja eine eingebaute Kamera, hier ist noch so ein Steckrahmen drauf,
diese Kamera kann auch filmen und überträgt das Bild auch. Sie sehen, ich habe jetzt nur dieses Bild aus der Kamera und das hat ungefähr eine Scharfstellebene, die man nicht verändern kann, von so rund 1 Meter. Ich werde das jetzt mal hier auf mich mal halten. Sie sehen, jetzt bin ich hier auch zu sehen und nur durch die interne Kamera, das ist ungefähr so eine, also 50, 60 cm bis 2 Meter, 2,50 stellt diese Kamera automatisch scharf. Man kann diese Kamera auch irgendwo, ja, wenn man es möchte, irgendwo hinstellen, ja, wo man nicht so rankommt und das auch ohne eine Digitalkamera benutzen und gucken, Mensch, wie sieht es unten aus? Wie sieht es unter dem Auto aus, wenn man da irgendwas kontrollieren will? Also funktioniert das auch so. Das Gerät überträgt auch Ton. Ich kann das mal hier einstellen. Vielleicht kann man das hören. Ich halte es mal hier ans Mikro. Hallo, hier, jetzt hören Sie den Ton. Da war ich jetzt ein bisschen zu laut. Das verzerrt normalerweise nicht. Funktioniert nur, wenn man die Live-View an der Kamera nicht benutzt, weil das Mikro ist genau in dieser Live-View-Buchse und das wird abgeschaltet. Wenn man die Live-View an der Kamera aktiviert, wenn man durch den Sucher durchfilmt, hat man aber den Ton, kann man in der Lautstärke ändern. Es ist auch ein Kopfhörer dabei, das heißt, man kann das auch in aller Ruhe hören und vielleicht ja, scheue Motive, die sich annähern, die sich erstmal über Knacklaute vielleicht bemerkbar machen, schon hören, bevor man sich das auf dem Bild anguckt und dann die Kamera auslöst. Wir testen hier einmal den Podex Hero anhand einer Carrera-Rennbahn und wollen mal gucken, mit welcher Auslöseverzögerung wir zu rechnen haben. Die DSLR hier, die 50 Mark II, guckt jetzt von oben mit einem 50 mm Objektiv auf die Rennbahn runter und wir wollen testen, wenn wir das Bild auf dem Portex sehen, hier habe ich ihn auch schon, sobald er durchs Bild durchfährt, drücke ich auf den Auslöser, erwische ich ihn noch oder ist er wie bei Kompaktkameras manchmal, zumindest früher, dann nicht mehr drauf, weil die Auslöseverzögerung zu hoch ist. Hier habe ich also rechtzeitig drauf gedrückt und Sie sehen das vergrößerte Superbild hier, das Bild über die Playtaste an der Kamera hier eingeblendet. Der Carrera-Wagen ist drauf, also funktioniert das. Man muss allerdings rechtzeitig drauf drücken, sonst kann das Motiv schon aus dem Bild sein. Hier eine andere Perspektive, hier versuche ich es nochmal. Ich gucke nur auf den Podex, sobald der Rennwagen auftaucht, drücke ich drauf. Und Sie können vielleicht erkennen, dass der Wagen hier erwischt wurde. Und ich mache es nochmal. Hier habe ich etwas später drauf gedrückt, aber er ist noch drauf. Also funktioniert es mit Rallye-Wagen hier, zumindest an der Carrera-Bahn. Ich kann jetzt hier in den Serienbildmodus reingehen an der Kamera und den Auslöser durchdrücken. Jetzt werde ich mal den Autofokus mal kurz abschalten. Aber jetzt war ich an der Live-View noch. Wenn ich festgedrückt halte, passiert nichts. Also ich kann relativ schnell auslösen. Aber er hat nicht den Dauerserienbetrieb, wenn man den Auslöser komplett durchdrückt. Es gibt noch eine Auslöseverzögerung. Jetzt will ich mal aus dem Serienbildmodus rausgehen. Wenn ich darauf drücke, hier 2 Sekunden. Dann löst er mit Vorverzögerung aus. Ich müsste das Gerät, also ich kann es verstecken, wenn ich selbst im Bild sein will oder auf dem Gruppenbild. Dann kann das Bild ohne dieses Gerät in meiner Hand dann gemacht werden. Die Display-Helligkeit, jetzt will ich nochmal kurz das Live-Bild hier, damit Sie auch was sehen, aktivieren. Das Bild kann man auch in der Helligkeit verändern. Also in hellen Umgebungen oder in dunklen Umgebungen kann man die Display-Helligkeit anpassen. Und es gibt auch noch einen Kanal-Wahlschalter, falls Sie auf einer, ja, was die Störfrequenzen hinnehmen müssen, können Sie den Kanal auch wechseln. Ansonsten haben wir eine allgemeine Frequenz von 433 MHz.
Kommen wir kurz zum zweiten Gerät, was nicht kabellos arbeitet und eben auch keinen Funkbetrieb hat. Das ist der Portex Hector. Den habe ich hier mal an der EOS 50D montiert und habe ihn auch schon angeschlossen. Das heißt, ich kann die Kamera auslösen und auch das Live-Bild abgreifen. Wenn ich das Live-Bild hier starte, dann sehen Sie hier, ist das Live-Bild. Ich halte mal die Hand hier durch. Also auch hier in der Kamera, was das Live-Bild normalerweise, was die Kamera normalerweise als Live-Bild anzeigt, zeigt jetzt hier der Portex Hector an. Ich möchte noch eine Möglichkeit vorstellen. Wenn Sie das Gerät nicht in der Hand halten möchten, können Sie auch über unser Traumflieger Connection Kit Pro dieses Gerät hier über einen Powerstrip montieren und das Ganze über den Blitzschuh hier aufsetzen und das Bild dann auch vor der Kamera genießen und ja, haben dann die Möglichkeit, hier also kabellos das Gerät zu verwenden und es zum Beispiel auch in verschiedenen Varianten hier an der Kamera zu montieren. Wenn Sie es über Kopf halten wollen, bräuchten Sie allerdings zwei Traumflieger Connection Kits, weil da brauchen Sie zwei Kugelköpfe, um es komplett abzuneigen. Also ich finde das Gerät sehr interessant, sehr spannend, viele Möglichkeiten, eine tolle Innovation und es gibt viele Varianten, in denen man das einsetzen kann. Über Kopf- und Bodenperspektiven werden erleichtert. Brisante, scheue Naturmotive, Hintertorkameras, Übertorkameras, denken Sie an Volleyballkorb vielleicht mal. Also ungewöhnliche Perspektiven sind mit diesem Gerät möglich. Ich finde eine tolle Möglichkeit aus dem Kran, also fotografieren Sie mit einem Hochmast zum Beispiel oder wenn Sie eben von einem Hubschrauber oder einem Heißluftballon Luftbildaufnahmen machen möchten. Sie können das Bild unten kontrollieren und wie gesagt bis zu 100 Meter auslösen. Also Portex Hero, tolle Sache. Portex Hector, auch eine sehr schöne Sache. Zwar mit Kabel, aber toller Komfort, wenn man das Live-Bild eben nicht, zum Beispiel im Bodenbereich, wenn man sich da nicht runterlegen möchte, kann man das sehr bequem aus der Hand alles beurteilen und auslösen. Also das war's, bis zum nächsten Mal, bis dann.